sehen Sie hier so eine Stelle, wo so ziemlich hohe Zacken sind, mit einer langsamen Welle danach, so angedeutete Spitzen. Mhm. Es erinnert so von der Form her auch ein bisschen an Schlafveränderungen, aber es ist mir eigentlich ein bisschen zu viel dafür. Ja. Ein bisschen zu ausgeprägt. Weiß ich nicht, vielleicht hat sie da von Ihnen was geerbt, das kann sein. Die Veranlagen dazu eben, solche EEG-Veränderungen zu haben. Wahrscheinlich haben Sie was Ähnliches in EEG. Ich habe da schon ein Stigma gehabt. Und zwar, es hieß ja damals noch Epilepsie gleich Geisteskrankheit, also in den 65er, 70er Jahren noch Geisteskrankheit oder Vererbung, also Erbkrankheit. Und das hat sich bei mir halt so festgesetzt, ich als junger Mensch war da eigentlich, habe gesagt, ich werde mal nie heiraten können mit der Krankheit. Kannst nicht heiraten, kannst nicht verantworten, dass du, wenn du mal ein Kind hast, dass es dann auch Epilepsie kriegt. Das habe ich mir eigentlich abgeschminkt gehabt. Gell? Ich wollte also nicht heiraten und wollte eigentlich ledig bleiben. Verbote, Regeln, was auch immer, von meinen Eltern, von Ärzten und so weiter. Und ich sehe mich aber als selbstständigen Menschen irgendwie. Und es ist mir ganz wichtig zu sagen, dass das eben meine Krankheit ist und mein Körper, der diese Krankheit hat. Also das hat für mich auch eine krasse Bedeutung. Also das habe ich auch wirklich so ganz oft zum Beispiel zu meiner Mutter gesagt, weil die irgendwie mich ständig an mein Medikament erinnert hat und so. Und ich habe immer gesagt, das ist meine Krankheit und ich nehme diese Medikamente. Und deswegen ist es auch meine Verantwortung, dass ich daran denke.